My name is Inspector John West. I was... Take your time, Mr. West. Deep breaths. You want a drink? Whiskey. Hold the rocks. Hold the rocks? Hilarious, Mr. West. Fuck you. My name is Inspector John West. I was the officer in command on the Party Hard killings. Can you describe to me exactly what the Party Hard killings were? They were a series of murders strung across the U.S. during the autumn break of 2000, exclusively taking place in and around house parties, rooftop parties, cruise parties, you name it. This guy was there, stabbing his way through the crowds. And what was the motive, Mr. West? This guy, he just wanted some peace and quiet. Maybe you should start from the beginning, Inspector. It might give us a better idea of where this all went so wrong. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Wir spielen Party Hard. Darauf habe ich schon so lange gewartet, dass ich das Let's Playen kann mit guter Qualität und alles dies, das. Ich hoffe, diesmal ist das der Ton nicht verzögert wie beim letzten Twitch-Video. Ich hoffe es einfach. Ich habe da etwas an Verzögerung von den ganzen umgeschraubt. Von der ganzen Tonverzögerung und hoffe, dass es alles gut geht. Wird. Jetzt ist die Verzögerung 5 Sekunden. Mal schauen, ob es da. 6 Sekunden. Mal schauen, ob es dann dadurch besser geht. Ja, Party Hard, was ist das für ein Game? Ein Mörderspiel quasi. Und jedes Mal, wenn es zurückkommt, mute ich mich. One of my officers responded to a call near North Beach. It was the end of April, so typically a bunch of the college kids in the area were getting hammered instead of prepping for their finals. If only the stupid bastards knew. So, ich weiß jetzt nicht, ob nochmal Story kommt, ja oder nein. Ich glaube nicht. Okay, nicht. Wir machen pro Folge eine Party und ja. Es geht halt darum, dass wir dieser coole GPs hier sind. Grüße gehen raus. Und die Party hier. Uns hier einmischen quasi. Unsere Ruhe zurückfinden. Okay, Gift. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt mal. Zack. Es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Allein weil ich das schon damals gespielt habe auf dem Computer meiner Mutter. Ich habe es einfach gespielt und irgendwann Lied gefunden. Und dann habe ich es irgendwann nicht mehr wiedergefunden. War ich traurig, dann habe ich es auf der Switch wiedergefunden und jetzt werde ich jetzt wieder. Ah ne, ich stehe ja nicht unter Verdacht. Okay, die zwei wollen Liebe machen. Niemals, nicht mit mir. Ich würde gefahren. Oh. Bitte steh auf, Bruder. Oh, ja. GLP. Oh, schau weg. Ich weiß nicht, was ich hier alles kommentieren soll. Egal, wir töten erstmal hier. Nee, hier sind zu viele Leute unten. Töten die Person und gehen weg. Ich weiß, dass man hier durchgehen kann. Also, ich habe das Spiel schon durchgespielt. Ich bin auf meinem Hauptaccount auch dabei, das komplett auf 100% durchzuspielen. Mit allen Achievements, mit allem, was das Spiel so bietet. Das wird so cool, dieses Spiel. Vertraut mir. Ich mag dieses Spiel. Allein die Story dahinter ist cool. Oh, ich habe fast in meine eigene Falle reingetappt. Eigentlich bin ich in meine eigene Falle reingetappt. Jetzt bin ich hier drinnen und weiß nicht, was zu tun. Diese Frau mit dem Balken in der Mitte des Bildschirms, also Mitte rechts, die müssen wir ausschalten am besten. So schnell wie es geht. Denn die kann gefährlich sein für uns. Weil die Leute sind meistens richtige Petzen.
mal hier ein paar Leute. Ein paar packen wir in den Bären. Alle. So, oh nein, hier ist Feuer. So. Warten. Damit wir reinklettern können. Weil wenn die sehen, dass wir in der Nähe der Leiche sind, die denken, dass wir das waren. Das ist nicht so gut. So, wir haben das Feuer gelöscht. Das heißt, ich kann hier rein. Bring den hier um. Packen den hier. Muss es schnell der hinterher. Ich habe das Spiel schon mal, also dieses Level in 5 Minuten durchgespielt, also so unter 5 Minuten, 3 Minuten, irgendwie so. Heißt, ich bin echt gut. Ich weiß, wie die NPCs und so weiter ticken. Kann sein, dass wir relativ schnell hier durchkommen durch das Spiel. Was auch nicht schlimm sein wird, denke ich mal. Ein bisschen Erfahrung ist ja auch was. Jemand ist in meiner Bärenfalle reingetan. Das hat man gerade gehört. War so ein kleines Ticken. Ah, ich kann auch Leute vergiften. Stimmt ja. Die Polizei ist momentan noch unser größtes Problem. Später werden auch noch viele andere Sachen kommen, Problem führen können. Ich bin auch schon mal gefallen. Ah, verdammt. Die können wir vergiften, die mit dem Balken. Nein! Der kann auch kommen. Nein! Der kann uns auch umfahren. Hä? Was hat die Polizei jetzt gebracht? Die war kurz hier, dass wir weggefahren haben. Alles klar. Ja, genau. Zeig weg damit. So. Denn ich habe heute auch nicht so viel Zeit, deswegen wird die Folge wahrscheinlich sehr, sehr kurz gehen. Auch ohne Uncut. Ich glaube, ich mache die auch Uncut. Also ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe heute den letzten Tag mit meiner Schwester. Bowser's Fury gespielt, muss kurz überlegen, wie das Spiel nochmal heißt. Das Spiel ist cool, Bowser's Fury. Werde ich nicht displayen, weil das Spiel ist so umfangreich, ich bin zu langsam. Ich glaube, ich werde es livestreamen, aber nicht displayen. Und dann auch nur mit meiner Schwester zusammen, weil das Spiel ja ihr gehört und nicht mehr. Anrufen werden wir nicht. Man kann auch anrufen, Leute, die macht man irgendwas, aber ich glaube, das lassen wir. Okay, der Assist ist der Typ dann. Leute, die das alles sehen. Hey, stopp. Da haben wir schon unser erstes Achievement. Unser zweites Achievement. So, den bringen wir um. Und jetzt bitte kurz weggucken, denn das wird brutal. Naja. So, Leute. Jetzt wird's wieder Zeit zum Muten. Bis gleich. You arrived at the scene after the assailant had fled, correct? A little after 3 a.m., yeah. Were you aware of his current mental state at the time, Mr. West? His mental state?
His confusion, the blood dripping from his hands, like someone else was driving him forward, yet a bright light leading him onwards. I heard that bright light, as you so eloquently put it, was just a bunch of biker trash scumbags in search of lost souls. Guess he must have hitched a ride with them somehow. Perhaps it was when they realized that the party was already dead. Excuse the pun. Speaking of dead, wasn't your daughter Katie at that party, Mr. West? Seeing her blood zigzagging between those bathroom tiles, it was like a sledgehammer using my stomach as a welcome mat, drowning without water. Jesus, she was so messed up that I couldn't even ID the body. Und wie hat es euch gefallen, die erste Folge von Party Art? Ich mag dieses Spiel ultra gerne. Ich würde mich um mein Like freuen. Und ein Abo wäre auch ganz nett. Ja, das war's dann mit diesem Video und dieser kleinen Folge. Die Folgen werden wahrscheinlich immer so klein sein, weil ich kann das Spiel halt. Und hoffentlich macht es euch auch Spaß beim Zusehen bei diesem Let's Play. Und wir werden auch noch viel, viel Spaß haben. Nein, dann sehen wir uns. Ich sag jetzt tschüss.